Ja, meine Lieben, ich mache jetzt ein Video von meiner neuen Monsterpuppe und ja, ich habe sie heute bekommen. Hat sehr lange gedauert, weil ich habe sie am Donnerstag bestellt und jetzt ist sie erst gerade mal angekommen. Also heute, weil ich komme jetzt vor ein paar Minuten erst heim und von der Arbeit. Und ja, und ich zeige sie euch natürlich. Ich freue mich tierisch, dass sie da ist. Jetzt ist Claudine I Love Fashion wenigstens nicht mehr so allein. Und es ist... Scarra's Dreams! Oh mein Gott, ich bin so happy. Sie ist echt ein Traum. Wer sie noch nicht hat, holt sie euch echt. Ja, das ist sie in der Box. Und ja, zeige ich sie euch natürlich, wie sie ausschaut, wenn sie aus der Box ist. Und ja, bis gleich. So, das ist meine Scarra aus der Box. Und ja, fangen wir mal an mit der Box. Die ist grün-schwarz. Hat hier oben so wie eine zerrissene Jeans. So grün-schwarz. Hier das Monster-High-Logo, Monster High. Dann steht hier Scarra's Dreams mit ihrem Totenkopf. Hier wieder mit dem Spinnennetz. Und hier ist wieder nochmal das gleiche Muster. Dann ihr Ding ist genauso ähnlich gemacht wie Claudines, also nur dass halt grün-schwarz ist. Hier auch wieder dieser Spiegel, der kaputt ist. Wieder hier mit dieser Puppe und diesem Regal. Dann hier ist so ein Bild von ihr, also von ihrem Zeichen und ja, schon gezackt und richtig cool. Dann ist hier oben das Spinnennetz, dann hier auf der Seite auch wieder Spinnennetz und Monster High. Und auf der Seite ist durchsichtig und das Monster High Logo. Und auf der Rückseite steht hier Monster High, Scarra Screams, Tochter der Geisterfrau oder Daughter of the Bungee. Dann ist hier Scarra mit ihren zwei Outfits noch. Richtig hübsch. Und hier steht noch auf Deutsch, ich laufe nicht jedem neuen Modetrend hinterher, aber ich gehe trotzdem unheimlich gern shoppen. Genau. Ja, das war die Verpackung. Zeige ich euch Scarra. Scarra hat schwarze Haare. Von der Länge her eigentlich recht kurz. Okay, aber passt zu ihr, steht ihr gut. Dann hat sie hier so eine komische, riesige Retro-Brille auf. Die ist weiß und hat schwarze Gläser oder so richtig dunkle Gläser. Ihre Haut ist so grün, ein bisschen ähnlich wie Frankies. Sie hat keine Augen, sondern nur weiß. Ihr Make-up ist silber und sie hat einen hellrosanen Lippenstift. Dann hat sie eine schwarze Kette an, die kommt mir ein bisschen bekannt vor, von Laguna Classroom. Ich sitze ein bisschen im Licht. Irgendwie so. Ja, sie ist halt nur in schwarz. Dann hat sie sieht aus ein bisschen wie ein Regenmantel oder wie so ein Laborkittel. So eine Jacke an, die ist weiß. Richtig wie so Lacke macht, also echt geil. Und hinten ist sie sogar so breit wie so Rock. Ist total knuffig. Dann hat sie unten drunter ein rosanes Oberteil mit lauter Monsterhai-Totenköpfen. Kann ich das mal aufmachen? Geht es? Nicht. Also hier sieht man es, dass es lauter Totenköpfe sind mit einem rosanen Hintergrund. Dann hat sie eine schwarze Hotpan an. Ja. Dann hat sie hier einmal ein einzelnes Armband, das ist rosa-schwarz. Und da hat sie einmal grün-weiß. Genau, dann hat sie weiße Stiefel an. Ja, die sind eigentlich ganz normal, nichts Besonderes. Hier so mit der Naht, mit einem dickeren Absatz und halt mit so einem Innendreh, mit so einem silbernen Reißverschluss drin. Ja, genau. Dann hat sie hier ihre Tasche. Die ist so richtiges dunkelgrün und ich sitze schon wieder im Licht. Ja, also die ist halt die von der Basic Frankie, die Tasche und ja, ist halt nur ein bisschen verändert von der Farbe her und der Totenkopf hat halt hier eine rosane Schleife. Genau, das und sie hat hier noch so einen Gürtel. Der ist grün mit einer weißen Schnalle. Genau, das war Scarra.
Dann ihre Outfits. Die erstmal ihre. Sie kommt nämlich frisch aus der Verpackung. Hier ist sie. Einmal grüne. Grün. Die sind stinknormal, also ja, einfach nur grün mit dem dickeren Absatz. Ich habe gesehen von Draculaura, Dawn of the Dance, ich weiß es nicht. Schätze es mal nur. Ich habe sie nicht, deswegen weiß ich es nicht. Und hier sind die anderen. Die sind silber und ganz normale hohe High Heels eben in silber. Genau, dann sind hier ihre Outfits. Einmal ein grün schimmerndes Kleid mit einer weißen Kette, wo man dann am Hals festmacht. Eigentlich richtig schön. Und dann hat sie hier noch eins, das ist wie so ein Oberteil oder Minirock, was auch immer. Hier ist es mit Monster High Totenköpfen schwarz. Und hier mit einem rosanen Ärmel und dann ist hier ein rosa Streifen. Und auf der Seite ist weiß mit schwarz, rosa und grünen Sicherheitsnadeln. Der Ärmel ist schwarz. Und dann hat sie hier eine schwarze Strumpfhose und die Löcher. Also die Farbe in den Löchern ist wie Scaras Hautfarbe und es soll wahrscheinlich so aussehen, wie als ob es dann wirklich kaputt ist. Genau, dann war dabei noch der schwarze Ständer, schwarze Bürste und ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken, wäre schön, würde mich freuen. Und ja, also die Woche wird wahrscheinlich jetzt erstmal kein Video mehr kommen, weil ich bin voll im Stress, weil ich, wie gesagt, ich bin vorhin erst heimgekommen und ja, die scheiß Adventsausstellung. Ich bin froh, wenn es rum ist, echt. Okay. Ja, über eure Kommis würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Bye, bye.